Oh, diese verzierte Tür. Na holla, die Waldfee, was haben wir hier noch? Schick, schick. Auf jeden Fall ist hier ein sehr großes Tor. Mhm. Kommt mir fast so ein bisschen vor wie Drachenstein. Mhm. Ja, in die Richtung geht's nach dem. Oh Mann, das ist ein Fax da drin. In der anderen Richtung. Da. Erstmal dahin. Sarkophag will ich mir später angucken. Okay. Oh. Schatz, ja? Was hat die Tür dir getan? Ich hab den Schlüssel nicht. Machst du Türen immer so auf? Neuerdings? Ja. Ich mach es. Abner Schreber. Wir haben hier bestimmt Kopien von irgendwas gemacht. Schwerer Schlüssel. Ach toll, jetzt habe ich einen Schlüssel bekommen. Wo ist jetzt das schwere Tor? Ich glaube, das hast du kaputt gemacht. Ups. Hier ist die Mauer kaputt. Hier geht's raus. Oder so. Mann, das sieht nie anders aus. Wie immer alles so kaputt. Weil das alles hier schon ziemlich alt aussieht. Wobei die Leichen nicht so alt aussehen, oder? Ja, doch, sind schon nur Skelette. Okay. Das ist ein Orkstern. Hm. Ist auch was Schönes. Ja, aber schwere Rüstung können keiner von uns tragen. Nee. Kann bestimmt hier unsere, eine von unseren Damen. Mhm. Die machen uns, was das angeht, voll fertig. Was? Mal gucken. Hier ist nichts weiter. Hattest du hier schon geguckt? Nein, war ich nur kurz hingegangen und dann jetzt hier hinten. Ah, hier hinten ist eine Leiter. Tafel, wir wissen, was da steht. Okay, ich habe die Leiter runtergelassen. Sehr schön. Die Toten stehen auf. Die Toten stehen auf. Ach nö. Bist du jetzt zum Weißen Wanderer geworden? Anscheinend. Schad. Ja, ich hab doch nur das Knöpfchen gedrückt. Du drückst in Zukunft keine Knöpfchen mehr. Okay. Ist ja schlimm. Aber so weiß ich, was hier ist und ne? Ja, trotzdem. Jo. Gar nicht so schlecht mit dem Knüppel zugehauen. Und tschüss.
lasst meinen Mann einfach die Toten wieder auferstehen, ist ja nicht wahr. Entschuldigung. Au. Pinball. Los, Schwindchen, mach sie fertig. Oh, habt ihr mich gekriegt, dass ich hier hinten stehe, ja? Ja, besser später als nie, ne? Okay, der erste ist hier. Jo, der haut aber mal mächtig böse Aua. Mhm. Jetzt hat er Verderben drauf, weil er den nicht getroffen hat. Heft. Oh. Daneben. Naja, wenigstens sind sie nicht stark. Mhm. Ich kann den nicht beißen, halt, bitte. Hier ist dieser Pen. Hallo. Entschuldigung. Das ist eine Schlafspinne. Du brennst. Schatz, du kriegst Besuch. Jupp. Okay, Gail ist auch am Pennen. No. Ich kann mir vorstellen, wenn wir gleich zu Anfang hier hingegangen wären, hätten wir ein paar Probleme gehabt. Mhm. Anfang ja, definitiv. Ja, die sind Stufe 2 und wir wären gerade mal Stufe 1 gewesen. Mhm. Weißt du, und dann noch frisch abgestürzt, eventuell mit Gehirnerschütterung oder sowas. Die Witzigspinde. Da ist einer angekokelt. Gut. Na komm mal, kam ich noch nicht mal mehr dazu, was zu machen. Oh Schatz, wir können miteinander quatschen. Jetzt kriege ich erstmal hier von der Spielfigur vorher einen auf den Sack, da hätte es nicht das Knöpfchen drücken dürfen. Schauen wir mal. They didn't want to surrender their valuables, even after death. Eine üble Ausbeutung. Mehr als verdient? Ja, wir hören zweimal falsch Gräber zu plündern. Ach, scheiß drauf. ja, hätten wir die Wertsachen nicht genommen, würde es jemand anders tun. Nein, egal wie verzweifelt man ist, es ist falsch Gräber zu plündern. Ja, wenn wir nicht, wäre es jemand anders gewesen. Und jetzt kann ich nachgucken, was hier drin ist. Aber bitte, keine Toten mehr weg. Ich darf ja keine Köpfchen mehr drin, hast du gesagt. Gut. Amulett der verlorenen Stimmen. Mit Toten sprechen! Mhm, nett. Oh. Ich hab eine Videosequenz wegen Sarkophag. Ich bin im Sarkophag. Was willst du in dem Sarkophag, sprich?
Und der Big Boss? Weil jetzt ein Untoter rauskommt. Ich hab kein Knöpfchen gedrückt, ich hab nur was geschoben. Ja. Schatz. So he has spoken. And so thou standest before me. Right as always. Okay. Now I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Also muss ich jetzt darauf antworten? Was für eine Frage, Mann. Curiosity. Nothing more. Wilt thou answer my question? Ja. Bin euch keine an. Ich angreifen, weggehen. Ja, frag mal. So, I ask again. What is the worth of a single mortal life? Manche leben viel länger als andere, das kann ich nicht vergleichen. Kein Leben ist mehr wert als ein anderes. Alle gleich. Finde ich toll. Das hängt von den Taten aller Personen ab. Leben ist nur als Währung zu gebrauchen. Nur das zählt. Jedes Leben ist unendlich wertvoll und verdient jegliches Opfer. Lediglich mein Leben ist von Bedeutung, hängt vom Sterblichen ab. Manche leben viel länger als andere. Das kann ich nicht vergleichen. Ja, jedes Leben ist unendlich wertvoll und verdient jegliches Opfer. Finde ich. Ja. And thus balance is achieved. If all are at war, none can win. We have met, and I know thy face. We will. Und wir was? Aber du kannst über Inventar und dann. Warte mal, wo war denn das? Nabend, Demo. Nabend, Dialog. Oh. Warte. Geh mal auf Tagebuch. Ja. Und dann oben in der Mitte ist Dialog. Und dann scrollst du runter. Und dann Skelett mit Kapuze. Und da kannst du dann noch sehen. Wir werden uns wiedersehen zur richtigen Zeit am rechten Ort. Leb wohl. Ah, super. Das finde ich aber toll. Kann ich jetzt nochmal das Blatt öffnen? Danke. Ist mit den Einteil, letztes Mal, wo wir gespielt hatten. Hier liegt der Wächter der Gräber. Hm. Also da ist dir das schon aufgefallen? Ja, aber ich hatte dann nicht mehr dran gedacht, weil wir dann gestorben waren. Okay. Jetzt kam's eben wieder. Naja, besser jetzt als nie, ne? Ja. Toten reden, leck mich im Fett. Soll ich doch mal austesten, das Amulett. Habe ich jetzt denn das besondere Fähigkeit? Ja. Was hast du denn angelegt? Nee, diese Kette. Mit den Toten. Oh, da. Mit Toten sprechen. Gültiges Ziel? Ja, da musst du, glaube ich, auf Toten reden, klicken oder so. Weißt du? Ja, keine Ahnung. Hellboy lässt grüßen. Nee, der ist nicht unten. Der ist tot. Ach Mann. Zu tot? Der ist zu tot. Okay. Warte. Okay. Aber er läuft ja jetzt hier wankelmutig rum. So, dann können wir ja jetzt mal bei dir lang. Voraussetzung, die Leiche hat einen Mund und ist kein Untoter. Ja. Hm? Also könnte ich oben mit diesem komischen Stinke-Anführer da mal quatschen. Ja. Sowas zum Beispiel. Mit Leuten, die ich gerade erst abgeschlachtet habe, um sie nochmal zu verhöhnen. Ha, du Lappen, jetzt bist du tot. Schatz, du bist so schön böse. Ich gebe mir mein Bestes. So, bin ich auch wieder heile? Mama, Schatz, hm?
Kann das sein, dass das Skelett uns folgt? Wie jetzt? Dreh dich mal um, aber unauffällig. Nee, geht schon wieder. Aber ja, wir müssen aufpassen. Das ist irgendwie unheimlich. Kling. Nicht zu laut reden, nicht, dass er uns hört. Mhm. Wo kommen wir denn da raus? Ich hätte nämlich nicht geguckt. Da. Ja. Okay. Okay, dann können wir erstmal hier wieder reingehen. Ja, wir haben da ja noch mal so die anderen zwei Türen. Die andere Türen. Seite. Mhm. Ich würde dann doch schon gerne wissen, was überall hier ist, ne? Mhm. Und dann sollen sie mal hinne machen, dass sie das auf fertiges Spiel rauskriegen. Ja. Nach Ihnen, der Herr. Dankeschön. Oh, das ist eine Tafel. Der Text auf der Tafel ist die ein Geheimnis. Voll. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Hm. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Da sind wir eindeutig nicht gut genug. Ich werde jetzt den Sarkophag nicht anklicken, sonst beschwerst du dich wieder, dass da wieder jemand rauskommt. Die Statuen sehen cool aus. Die sind schon wieder so komische Lüfter, Schatz. Ja, aber wenn du drüber läufst, passiert nichts. Helle Bahre. Aber da kommt dann wieder Gift raus. Hörst du? Meinst du? Mein Mann ist weg. Ich hab nur die Tür angeklickt. Okay. Mhm. Hier gibt's so viele kleine Hirne. Ist nicht der Punkt, wo wir dann von hier aus dann da reingegangen sind? Ah ja, hier sind wir dann reingegangen. Wir sind ja nicht gerade ausgegangen, sondern ja gleich links. Mhm. Ah, okay. Lass mal wieder rein. Ja, soll ich diesmal den Sarkophag angrabbeln? Ja. Sonst beschwerst du dich wieder. Na. Nö, bei mir passiert nicht. Da ist nur ein gravierter Schlüssel. Und Leitfaden des Beobachters. Ungewöhnliche zweihändige Nahkampfwaffe. Siehst du? Wenn du was anpackst, passiert auch was. Ja, dann lass uns rausgehen. Alter Gevatter. Bewegung gerade nicht möglich. Ich kann nichts machen. Nee? Guck mal, mit dem Vampir konnte ich rausgehen. Mei. Bei mir kommen wenigstens nur Tote. Bei dir fackeln wir wieder alle ab. Tja, ich stehe halt auf Feuer. Hm. Kein Wunder, Herr in der Hölle. Ja. Rein. Es brennt immer noch und die Pfeile schießen hier immer noch. Ja, dann komm wieder raus. Wir hatten da doch eh nichts mehr, oder? Doch, wir hatten auf der anderen Seite noch. Oben noch eine Etage nach oben. Da gibt es eine Etage nach oben? Habe ich was verpasst? Uiuiuiuiui. Schnell da durch. Durch die Tür wieder zurück. Au, Schatz. Au, au. Oh, scheiße, Gail ist gleich tot. Ich habe mal kurze Rast eingelegt. Ja. Hat mich aufgeheilt. Oh, Gail. Ich bin einfach nur knallhart durchgelaufen. Ja. Machen sie ja beide nicht. Vollidioten. Ja, mein Vampir macht es irgendwie auch gerade nicht so ganz. So, jetzt bin ich durch und jetzt muss ich erstmal wieder was köstigen. So, mein blöder Vampir sitzt auch da. Sehr schön. Binne. Hol ich mal wieder. Da spacken sich echt Beine abfackeln lassen. Vielleicht steht da drauf. Ah.
Bist du hier? So. Im Bereich jetzt. Da sind wir hier noch nicht reingegangen. Warte. Das ist durch die verzierte Tür. Warte, kommen wir wieder zurück. Ich wollte es dir bloß noch kurz zeigen. Okay. Dann sind wir ja dort rein. Ja. In der Mitte sind wir ja gar nicht weiter dann hochgegangen. Stimmt. Ja, aber die Statuen sehen echt cool aus. Aha. You do not recognize the language on the plaque. Nee, das ist schon wieder so eine komische Sprache. Einer Staub bedeckt die Seiten dieser verwirrten, verwitterten Buchs. Mann. Unter dem knochenweißen Puder sind hunderte Todesanzeigen in kleiner Schrift verfasst. Obian Tibble, Ivan Arkinson, Aaron Stewart. Naja. Aber so viel ist hier nicht mehr zu holen. Nö, es hätte ja sein können. Schatz, hier ist ein Hebel. Ja, dann drück ihn. Zieh ihn. Aber wenn was passiert, dann beschwer dich nicht. Nein, ich bin dann ganz still. Irgendwie ist nichts passiert. Man hört nur, dass irgendwas passiert, aber... Jetzt durfte ich tatsächlich mal dran was, irgendwas machen und dann sowas. Und dann passiert nichts, ne? Schweinerei. You do not recognize the language on. Ich freue mich, wenn es vollständig released ist. Demo dann. Oh ja. Bis jetzt finde ich es richtig geil. Weil ich ja selbst schon Pen and Paper spiele. Ist ja schon was Schönes. Mhm. Ich spiele zwar nicht Pen and Paper, aber ich kenne halt die ersten Teile. Ja klar, das wird noch dauern, aber trotzdem, ich find's geil. Du, wenn wir fertig sind, sind die auch fertig. Hab ich so abgemacht mit Larian. Okay. Gut zu wissen. Das dürfen die erste Woche nur wir beide spielen. Ja, schön, ja. Aber wozu war jetzt dieses Klick? Keine Ahnung. Soll ich nochmal probieren? Vielleicht habe ich das bessere Knöpfchen, Händchen. Ja, dann mach mal. Oh, ich werde gleich sterben. What was that? Dahinter passiert irgendwas. Ich kann aber dahinter nicht gucken. Achso, das ist nur für die Tür. Damit man wieder rauskommt, ja. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass es die Tür zu war. Okay. Okay, oh, nicht okay. Naja, dann können wir ja hier mal wieder abhören. Ich bin durch eine Tür geportet. Mein Mann geht durch Türen. Nee, hier hoch. Und dann. Bin ich wieder da? Hey, it's magic. Bin wieder draußen. Ja, fühl mir schon. Hab's überlebt. Yay! Machen wir mal nach. Nur noch beim Schiff jetzt hier noch da diesen einen kleinen Rundgang. Und hier, um aufzudecken. Naja, dann machen wir das dann noch. Das ist dann die. Und wie sagen, wenn wir dann zu dem Drachen da hinten gehen, wo wir letztes Mal so leicht gestorben sind? Was für ein Drache? Ich weiß nicht, was du für ein Drache meinst. Ich habe keinen Drache gesehen. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Ich habe keinen Drachen gesehen.
Doch, der saß da. Nein, der da ist weggeflogen. Er saß kein Drache, nein. Okay, dann muss ich dir den dann nochmal zeigen, ja? Ja. Siehst du, hier ist dann die andere, die Falltür. Ja, da wärst du aber so nicht hoch runtergekommen, weil du da halt die Leiter von unten ausfahren musst. Ja. Mal kurz reingucken. Bin ich wieder. Du wieder. Oh Mann, bekommt schon einen Drachen zusehen? Ja, selten. Aber ich weiß echt nicht, was für ein Drache sie meint. Ich kann mich nicht an letztes Mal erinnern. Hat der Tod dir alle Erinnerungen geraubt? Ich war ja tot. Von daher weiß ich nichts von irgendeinem Drachen. Okay. Ja, ich will die Erinnerung nur verdrängen. Ich wurde hinten wieder ausgeschissen. Ja, aber weißt du, als Herrin der Hölle, ich merke mir sowas halt. Ne? Der Tod ist mein Geschäft. Ach so. Deswegen weiß ich das noch. So. Wo läuft der Hase hier? Mhm. So, und Nüne? Nüne? Geh jetzt hier hin. Er dreht sie runter und krabbelt dort weiter lang. Okay. Oh, ernsthaft? Nee, da müssen wir springen. Da laufe ich lieber außen rum. Es gibt bestimmt auch einen anderen Weg da runter. Ja. Porten. Nee, außen rumlaufen. Wieso? Porten ist schneller. Demo, dann hast du davon gehört? Speedrun, 7 Minuten? Ja, habe ich heute erst gelesen. Tatsächlich einer geschafft. Nicht einmal gefightet, selbst die wichtigen Kämpfe aus dem Weg gegangen. Indem er dann halt dann richtig gewürfelt hat, ne? Weil der hat in 7 Minuten. Zack, durch. Gibt es das Video. Wenn er es nicht doch irgendwie zusammengeschnitten hat. Ja, ich denke mal, man hat bestimmt irgendwie in dem Punkt geschnitten, wegen dem Würfel. Ja, aber dann sind es in dem Sinne auch wieder keine 7 Minuten. Ich meine jetzt halt nur, ne? Mhm. Vielleicht hat er es ja auch wirklich in 7 Minuten geschafft. Aber wie gesagt, ne? Man weiß es nicht, wir saßen nicht daneben. Genau, aber nee, man okay. Es hat einer in 7 Minuten geschafft. Gehen wir einfach damit davon aus, dass das reine 7 Minuten sind. Weil selbst okay, wenn es schneidest, ist es ja richtig mit 7 Minuten, weil den Wurf. Hm. Ne? Trotzdem 7 Minuten, ist schon krank. Er hat es natürlich vorher richtig durchgespielt, ne? Und dann Recherche betrieben und hätte er das auch nicht schaffen können. Dieser ekelhafte Tentakel wabelt noch. Ich weiß, es ist voll eklig. Ah, hier noch. Depp, 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 depp. Und ich war froh, dass wir aus dem Schiff raus sind. Du wolltest sie gucken, nicht? Na, wir wollen das, alles aufdecken. Jetzt musst du damit leben. Aber von irgendeinem Drachen weiß ich mal. Der reit auch nicht drauf rum. Hab ich doch gar nicht. Du redest die ganze Zeit davon. Ich hab gesagt, dass ich froh war, aus dem Schiff rauszukommen. Da war kein Wort von einem Drachen. Was für ein Drache? Den ich auf dem Rücken habe. Lederhelm. Yay. Geh gleich mal meine Frau rüber. Den kriegt. Yay. Müssten wir. Das Schweinedel dich verreckt. Noch sieht der furchtbar damit. Meine sehen aus wie Soldaten. Deswegen habe ich einen zierlichen Blumenkranz um den Kopf. Ach, das soll ein Blumenkranz sein. Warte, das soll. Was soll denn das sein?
Arcanes Diadem. Ah, okay. Ah, oh, verpiepsch nochmal, was ist hier denn? Ich hab gar nichts. In diesen Felsen ist der Schlamm aufgewühlt. Steingolem? Nicht genügend Stärke. Nee, Stein kann ich damit auch nie wegstoßen. Ist aber auch nicht, wer stark genug ist, von meinen Charakteren sowas hinzukriegen. Welche Stärke hast denn du? Stärke 12. Hm. Nee, weder ich noch Gail sind stärker. So. Ich hätte Zwerg spielen müssen. Kannst du ja das nächste Mal machen. Beim nächsten Mal bin ich ein Schlechter.